Servus, mal wieder im Schnee. Heute wieder Woofer-Testing. Im Schnee, es ist echt kalt, es nieselt leicht. Aber ich habe mir mal einen Augner-Woofer genommen, so ein 30er Bass mit Pappmembran und Blechkorb, der in so einem Fertiggehäuse von Augner steckte, mit einem zweiten 30er, die dann nach unten so Downfire-mäßig spielten. Und dachte mir, ich guck mal, was dieser Augner in einem anderen Woofer-Gehäuse macht, ob er dann lauter oder besser geht als in dem Originalgehäuse von Augner. Das Original Augner-Gehäuse werde ich bei Gelegenheit noch testen. Aber ich hatte Lust zum Basteln und hatte das Gehäuse rumliegen und dachte, Mensch, packen wir mal den Augner da einfach rein und gucken, ob man so einen Augner-Woofer auch irgendwie laut kriegt. Ja, also es muss ja gehen. Oder kann er vielleicht dadurch einfach besser spielen, wenn er noch nicht das Gehäuse kriegt, weil teilweise sind die Woofer ja gar nicht so blöd und für Einsteiger durchaus geeignet. Auf jeden Fall, das ist dabei rausgekommen. Wo ist er denn? Da. Das ist dieser Auna-Sub, den es halt in diesem Doppel-30er Gehäuse gab. Ich habe jetzt hier ein etwas größeres Gehäusevolumen mit zwei Bassreflexports abgerundet genommen, was halt nur rumstand, auch ein Universalgehäuse. Und ja, jetzt prügeln wir das Ding mal ein bisschen an 4 Ohm. Laut Hersteller haben die Dinger 400 Watt RMS. Vom technischen Aufbau würde ich sagen, 200, 250 halten sie dauerhaft ab. Aber für 400 Watt RMS ist der Antrieb einfach von dem Chassis, Magnet und so weiter zu ungeeignet. Kurzzeitig wird das sicher gehen. Bin auf jeden Fall gespannt, was rauskommt. Ja, ich habe noch keine Ahnung. Das gestern Abend schnell zusammengespackst. Und ja, wir testen das jetzt einfach mal. Thermlab ist schon an. Und ja, mal gucken, wie es brummt, würde ich sagen. Das ist das geliebte Thermlab. Der Sensor hängt wieder an seiner typischen Position. Radio so 40 Hertz vorbereitet. So, gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Wenn es kaputt geht, ganz nie. Weil bekannt nach dem Motto, was lange hält, bringt kein Geld. Attacke. So, fangen wir mal an mit 40 Hertz. Ein bisschen mehr. Okay, also wir sind erstmal wieder bei 45 Hertz am lautesten. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal 200-300 Sinus, gucken mal, wo wir rauskommen. Und jetzt wird spannend. So. Auf die Mütze, mein Freund. Naja, 131,7 mit 300 Watt. Ist jetzt gar nicht so blöd. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal mit bisschen mehr Bums. Wenn die schon irgendwo 400 Sinus angeben, denke ich mal, es riecht noch nicht. Attacke, Feuer frei. So. Ja, 132,87. Ist jetzt immer noch nicht so viel Bums, es könnte noch mehr sein. Ja, ich kriege nicht auf mehr Leistung. Müsste ich jetzt erst die Endstufe umkonfigurieren. Aber er hat ohne Riechen überstanden. Ja, also muss man sagen, erstmal nicht so blöd. Ja, finde ich nicht blöd. So, ich schalte jetzt nochmal die Kamera um, dann kriegt er nochmal ein Statement, was ich klanglich davon halte und dann schauen wir mal weiter. So, ja. Klanglich. Was soll ich sagen? Ich muss ihn loben. Ja? Also ich kann nicht sagen, dass dieser Auna-Woofer so blöd geht im Alltag. In dem Gehäuse, was ich jetzt reingestopft habe, hat er auch mit 38 Hertz Tiefgang mit Musikliedern keine Probleme. Also so im Bereich 37 bis 38, sag mal bis 60 Hertz hoch. Läuft da wirklich erstaunlich gut, druckvoll, sauber, hat eine
ganz annehmbare Präzision. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es ein High-End-Woofer ist, aber ich bin wirklich erstaunt. Wenn ich jetzt so manchen Woofer der letzten Zeit so nehme, den ich getestet habe, muss ich leider zugeben, waren das dagegen Schepperbuden. Ja, also geblecherne, hohle, dröhnige Schepperbuden. Das kann ich jetzt von diesem Auna-Chassis in dem Bassreflex-Gehäuse so gar nicht behaupten. Ich bin ein bisschen geschockt. Ja, ich bin wirklich ein bisschen geschockt und weiß nicht so richtig, was ich jetzt dazu sagen soll, weil Auna ja immer so eine Marke ist, wo die meisten wissen, dass es eigentlich Trümmer sind, aber es ist wieder so ein typisches Beispiel, wie zum Beispiel Raveland AXX 1212. Saugeiler Woofer gewesen, ja, legendärer Woofer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn ich so ein Auna da hinten jetzt nehme, so ein 30er aus dieser fertig geschlossenen Downfire irgendwas Konstruktionskiste im Bassreflex-Gehäuse packe. Das Gehäuse müsste so um die 40, 45 Liter netto plus Sub plus die Ports haben. Ich muss sagen, das Ding geht wirklich nicht schlecht. Das geht wirklich nicht schlecht zum Musikern. Es geht wirklich druckvoll, es hat Fundament. Es ist eben auch egal, ob ich jetzt mit 40 Hertz höre, 50 Hertz höre oder 60 Hertz höre. Es klingt wirklich für diese Preisklasse wirklich gut. Ja, also ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt davon halten soll. Ich habe so ein bisschen Rock gehört, so ein bisschen Oldies gehört, ich habe ein bisschen Elektro-Tech gehört und er ist wirklich für mich alltagstauglich. Also er würde vom Pegel auch reichen. Ich habe im Alltag so einen Musikpegel so um die 120, 125 dB, was ich so höre, wenn ich laut höre. Da schluckt der locker flockig, ohne zu riechen. Ja, also 300, 400 Sinus an der Spule dauerhaft, gar kein Problem. Die steckt er weg und ist noch nicht mal auf Volllast. Also er hat Potenzial, er hat wirklich Potenzial. Für eine Low-Budget-Anlage mit so einem richtig guten Gehäuse wird das funktionieren. Das Originalgehäuse braucht man nicht drüber reden, das taugt nicht viel. Das werdet ihr später im Video noch sehen, ich habe es ja schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Aber ein Bassoflex-Gehäuse, ich bin ein bisschen entsetzt, muss ich zugeben. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Da kommen wir aber auch schon wieder blöde Ideen für die Zukunft, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen unfassbar, muss ich sagen. Also wenn ich so manchen, wenn ich überlege, dass die Dinger gebraucht bei eBay Kleinanzeigen ja nicht viel kosten. Und wenn man dort einfach mal sagt, man nimmt ein anderes Gehäuse, Bassreflex mit einem runden Port, schön abgerundet, mit ein bisschen Volumen, dass der ein bisschen Tiefgang kriegt, ein bisschen Fundament hat zum Arbeiten, geht der echt geil. Also der ist im geschlossenen Gehäuse oder was die dabei auch noch so bauen und der ihre komischen Bandbassgehäuse ist der eigentlich völlig verloren. Der läuft im Bassreflex einfach gut. Ja, also der macht Spaß. Was soll ich davon halten? Ich kann auf jeden Fall empfehlen, wenn das Gehäuse passt. Ja, und ich habe ein großes Auto. Ja, es ist ja jetzt nicht, dass es ein Kleinwagen ist. Ich habe den im Kombo, ist ja doch nur schon so ein Hundefänger. Da muss ja erstmal ein bisschen was gefüllt werden. Aber das geht. Also ich kann ihn empfehlen. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken, ob man nochmal auf dem Thermlip ein bisschen mehr Leistung auf den geben können. Weil ich mir sicher bin, er kann noch was wegstecken. Und lasst euch überraschen, ich bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Ich gebe mal noch ein bisschen mehr. Die 500 Sinus vom letzten Mal, ich denke, da geht noch ein bisschen was drauf. Mal gucken, wo wir landen. Der letzte Wert steht noch mit 500 Sinus. Ich glaube, wir wagen das jetzt einfach mal. Ich bin immer noch ein bisschen entsetzt, weil klang nicht, finde ich echt nicht blöd. Ja, also ich kann damit im Alltag tatsächlich so ein bisschen in dem Daily-Mobil hier tatsächlich reichen damit. So, wir machen jetzt mal wieder 45 Hertz, 36 und jetzt können wir mal gucken, ob wir mit ein bisschen mehr Gain hier noch ein bisschen was rausholen. Da geht noch was. Okay, also irgendwie müsste ich mal mein DSP umstellen. Der Woofer ist jetzt nicht ganz so optimal, dass er mit meiner Endstufe Vollgas kriegt. Warum, weiß ich gerade nicht. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht Stromversorgung. Mal gucken, ob das jetzt mehr geht. Machen wir hier Fab. Attacke. Keine Ahnung. Wir haben noch ein bisschen was rausgeholt. Bei 133,49 stehen wir jetzt mit 532 Watt. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwann noch mal ein Video mache mit mehr Leistung dran. Aber ich bin immer noch so ein bisschen geschockt, was der kleine Brügelkabelknabe doch wegstecken kann, wenn man das will. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Ja, lassen wir es an der Stelle einfach so stehen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und sag danke und ciao, bis zum nächsten Mal. Das ist schon mal ein bisschen unfassbar. Danke, ciao, ciao.